Bin im Hausbau, also ja, das ist jetzt eine gute Sache. Ach, stimmt. Die haben ja bestimmt Steine. Ah, hier liegt der alte Ring. Nein, ich will. Warum muss ich hier klauen? Hallo? Ich will nicht klauen. Kannst du mir jetzt hier nicht. Du Du willst trägst zu nicht klauen? viel. Was bist du für einer? Mein Gott, hallo? Ich trage jetzt zu viel. Holzlöffel, Holzteller, mittlerweile ein Korb. Alter, da war er ja. Alter Ring. Nehmen. Wow, das war ja easy. Er hat mir vier Locations auf der Map angezeigt und die erste Location, die ich gehe, da finde ich ihn. Hier, nimm. In deiner Tasche. Angenehm. So, ein Ring, dich zu knechten. Till, ich habe die Quest abgeschlossen. Jo, hab's gesehen. Perfekt. Ein Ring, dich zu knechten. Deshalb, also, das muss wirklich Herr der Ringe sein. Der Rest ist irgendwie unlogisch. What do you have there? Do you really need all these Ah stones on ja. you? How is life treating So, you? hast du Bock? Perfekt. Und jemand für I'm not Landwirtschaft. superstitious, but I am a little stitious. Chaosdauer zu niedrig. Oswald, du hast sicherlich Bock. All very well. Der But braucht I'm far 2000 too Reputation! tired to put down roots. Also ich habe jetzt eine Tante, konnte ich akquirieren. Der weiß ich jetzt in die Grabungsschuppen. In die Grabungsschuppen, ich weiß. Oder in die Werkstatt, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Aber ich packe sie mal in den Grabungsschuppen, dann hat sie zwar kein Mach. Haus, aber dafür gibt's dann genug Kupfer. Ja, endlich. Als nächstes packe ich dann jemanden für Landwirtschaft. Wo man Oh, ansprechen. it's you again. Shit, Stein. Ah, oh, ist wieder Ah, auf Steine suche, das ist doch nicht Piastovia, komm. normal. Lass mich nach Piastovia gehen. Kein Problem. Dann mal los. Junge, jetzt reisest du mit VIP-Zugang oder was ist los? Ich gebe die Quest ab. Wir haben So, zwei unglückliche Glücksteine. Menschen. Ja, ich. Oh, ha, oh, ja, wahrscheinlich die können aushaben, ne? Kohl, Kohl, was reimt sich auf Kohl? Hol, wohl, Alkohol. Oh, tut mir leid, hast du die rote Bete? Wenn du gerade dabei bist, ein Ständchen für deine Frau zu dichten, würde ich davon abraten, das Wort Kohl zu gebrauchen. Und ja, ich habe die rote Bete. Legendär. Ich will das aus. Nun, ich brauche diese Reime für die Arbeit. Ich dachte, wenn ich mir ein paar lustige Gedichte über meine Waren einfallen lasse, kommen mehr Leute und kaufen sie. Na ja. Wie war das mit Rap und Produkte verkaufen? Mein Sohn, Keine Ahnung. Resigniv, hat mich auf die Idee gebracht. Der Junge hat eine ziemlich lebendige Vorstellungskraft. Vielleicht könntest du mir etwas helfen. Ja, noch eine Folgequest zur Quest oder was? Ja. Großartig, fangen wir mit den Zwiebeln an. Zwiebeln haben Schichten. Zwiebeln haben Schichten und die wär's mit Schatz, bitte weine nicht, gib unseren Zwiebeln eine Chance. In Ordnung, der nächste. Kauf bei mir ein Ei. Das gilt für alle auf, auch für dich, Lorelei. Perfekt für deine Bäckerei Was? oder einen Brei oder zwei. Das ist doch. Ah, kaufe bei mir ein Ei, das ist doch keine Zauberei. Wir machen das großartig und jetzt der letzte. Sobald du isst mein Brot, schmeckt jedes andere wie gut. Muss man das verstehen? Ich werde einfach Rapper, Digga. Ja, ich Isst du glaube, mein. das. Sobald du isst mein Brot, schmeckt jedes andere wie Kot. Yeah. Es fehlt nur Das noch der heißt Beat. damals einfach Barde, aber ansonsten, ja, kriegen wir hin, ne?
Ich meine, stell dir jetzt vor, es wird so ein geiler Rap-Beat laufen. Ich als Bäcker stehe vor dir. Und sobald du isst mein Brot, schmeckt jedes andere wie Kot. Es ist alles voll im Lot. Sind deine Feinde schon so gut wie tot? Du, ich sag's nur so, man kann ja die App Garagenband oder sowas installieren auf Dings, das aufnehmen, automatischen Beat daraus generieren, zack, hast es für YouTube. Danke für deine Hilfe, also was hältst du von deiner Idee? Um ehrlich zu sein, ich finde sie dämlich, nein, sie ist großartig. Ich hoffe, sie wird den anderen Leuten hier auch gefallen, oh nein. Groß und artig, auf jeden Fall. Oh nein, er wird jetzt hier rappen. Nochmals vielen Dank für deine Hilfe und schau wieder vorbei, um zu sehen, wie sich mein Geschäft entwickelt. Das werde ich bestimmt, wobei ich sicher bin, dass deine Idee ein Erfolg wird. Ja, so gut. Warte auf die nächste Jahreszeit. Oh. Heißt es was Gutes, wenn man auf die nächste Jahreszeit warten sollte? Ja, dann kommen mehr Quests. Ach so, ich dachte, dass er dann vielleicht keine Frau mehr hat. Also bei dem seinen Rap-Talenten? Übrigens, Holzstämme gehen jetzt echt gut, ne? Oh, perfekt. Aber Steine sind halt so, naja. Wäre schon cool, wenn hier jemand Steine sammeln würde. Ah, ich habe das jetzt so eingestellt, dass die beim Grabungsschuppen halt relativ viel Dingen sammeln. Wie soll ich sagen? Sag doch einfach Nutzloses. Nein, Holz. Aber Till, hier hinten hat's eine Mine. Ich kann einfach mir eine Steinspitzhacke bauen und ein bisschen Steine kloppen. Das wär's. Bei uns doch, da hinten, ne? Da bin ich schon. Ich geh in eine Mine rein. Ach so. Klopp das dort. Mal kurz hier, bevor ich da wieder. Ja, so. Da geht's in die richtige Richtung. Ja, Stein. Und. Oh, hier hat's Kühe. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ja, wir haben zwei Drittel haben wir es dann schon. Eine Kuh kostet 1425. Das ist ja ein Schnäppchen. Und wenn wir eine klauen? Leider geht das nicht. Also. Eieiei, du. Es würde schon irgendwie gehen, aber ich glaube nicht. Naja, sag doch, ne? Ich sagte doch, das funktioniert. Ah, bald können wir Hühner bauen. Bald können wir Hühner bauen. Wie willst du ein Hühner bauen? Ich weiß es nicht. Audio. So. So ein ganzer Fels. Gibt mir drei Stück. Wir können ein Materiallager 2 bauen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Was bringt uns das, außer größere Mengen? Ja, ein größeres und stabileres Materiallager. Habe ich keinen Hammer dabei? So, doch, auf der 2. So, ich mach mal hier Felsen. Till, ich muss das Lager zuerst bauen. Ich hab ganz vergessen, dass da es noch kein Lager gab. Und deshalb muss ich das zuerst bauen. Wie, also bei uns zu Hause oder was? Nein, da vor der Mine. Ach, wegen Synchronisation. Ja, genau, du checkst. Wenn ich jetzt hier ein Lager hinbaue, dann kann ich einfach in die Mine steppen, raussteppen, reinschmeißen und dann hast du die Steine schon. Do you understand? Jo, ich bin gleichzeitig hier auch ein bisschen am... Alter, die hat mir einfach den alten Ring geschenkt. Ich kann den verkaufen für 1000 Münzen. Ja, locker damit. Komm, schmelz ihn ein. Ich behalte den. Ich mach jetzt einen auf Gollum. Ja, würde ich nicht behaupten. Apropos Gollum.
Hast du das Spiel Lord of the Rings gezockt? Dieser riesen Gollum-Flop. Ach so. Das mit Gollum? Nö, habe ich leider nicht. Aber ich habe das auf dem Schirm gehabt, tatsächlich. Aber bis jetzt nie dazu gekommen. Und dann hat man es in den Medien gehört und irgendwie dann, naja, war es dann irgendwie auch weg vom Fenster. Aber ja, damals, als ich es das erste Mal gehört habe, dachte ich, ey, cool. Das erste Mal Herr der Ringe, ne? Ist ja, ja ein Franchise, dass man halt auch was machen kann, ne? Beziehungsweise was erwarten könnte. Dann noch als Publisher, als Entwickler Daedalic, was ja Edna bricht aus und Harvey's Neue Augen und Co. gemacht. Das sind eigentlich die zwei, eins der zwei erfolgreichsten Spiele von den Kollegen, beziehungsweise von Poki. Und dachte mir, jo, das wird was, aber naja. Ist ja irgendwie alles. Hat aus allen Ecken und Enden gestunken und ja. Ein anderes Thema, andere Welt. Ja. Aber die Dingens, also die anderen Spiele von ihnen hast du ja auch gezockt, ne? Ja. War ich mittlerweile auch schon 10 Jahre her. Boah, also, ich weiß für YouTube, noch, sag ich mal. Ich hab mal. Ich weiß gar nicht, ob du das gestreamt oder geletsplayt hast, Sims 3. Irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das hast du gestreamt. Ja, kann gut sein. Ey, das war auch so ewig, funny. Ja. Aber das ist ja auch gefühlt 15 Jahre her. Ne? Ich habe ja gut, nein, 15 Jahre sind es noch nicht. Ich bin mittlerweile seit, was war das, 2011? Nee, 2012, glaube ich, mit meinem aktuellen Kanal. Da sind wir Leute 12 Jahre. Mein Gott, ich hätte ein Kind zeugen können, das 12 Jahre alt ist, also damals. Und das ist jetzt 12 Jahre alt. Meine Gott, ey. Das ist irgendwie schon crazy. Sind wir noch in der Berufsschule gewesen? Nee, das ist. Doch, nee, 2012. Das war davor demnach. Dann habe ich vorher schon angefangen. Ich müsste mal wirklich gucken. Das mache ich jetzt einfach mal gleich hier im Stream. In der Aufnahme. Das erste, das noch öffentlich auf YouTube verfügbar ist, hat das Datum 22.12.2011. Oh, das hat meinen Typen gerade umgehauen. 2011. Ich bin einfach mal 13 Jahre dabei. Boah. Das ist. Damals noch 2 Folgen pro Tag. Also Minecraft Let's Play. Ja, damals. Damals war das. Hatte man noch Zeit? Hatte man noch Zeit? Ich glaube, wir müssen das echt mal durchziehen mit dem am Wochenende irgendwie eine Hütte nehmen. Laptops mitnehmen, Monitor mitnehmen, Playsies und so mitnehmen. Ja, du. Grundsätzlich, warum nicht, ne? Weil dann könnte man auch so Essen selber kochen, vielleicht. Das wäre. Was? Auch. Okay. Machen wir es anders. McDonalds, alles. Übrigens, nee. Übrigens, selbst kaufen. Es gibt da Algen, Nudeln aus Algen. Hast du davon schon gehört? Ja, das sind dann die 5 Kilokalorien Nudeln. Ach, wow. Das ist das für Low Carb, Digga. Beste, was du machen kannst. Aber es geht doch nicht um das. Es geht doch einfach um. Algen ist ja CO2-mäßig super duper. Und warum soll man es nicht machen? Es ist auch scheißegal, ob Low Carb oder nicht. Also, ist in meinem Fall, ja, würde ich es behaupten, aber. In meinem Fall, wenn ich jetzt sage, ich will wirklich mein Fett auf ein Minimum reduzieren, dann müssen die Carbs dran glauben. Im Nachhinein werden zwar auch die Muskeln ein bisschen schrumpfen, aber dann darf ich fast keine Carbs essen. Eigentlich schon ein bisschen Carbs essen, aber ja, das ist so ein kompliziertes Thema halt für sich. Und jeder Fitnessguru sagt, nee, du musst Carbs essen für Low Carb und so. Ja, okay. Ich lass mal das Thema. Aber anyway, die Dinger sind ganz, ganz geil. Also,
für Leute, jetzt rede ich nicht aus dem Fitnessbereich, sondern einfach so, die... Du redest einfach so, nicht nur aus dem Fitnessbereich. Nein, ich habe keinen... Ich, 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 ich,